Hallihallo, meine Lieben, und zwar heute kurzes Video, aber effektiv. Hinten ist meine Seitenleiste ist hinten abgestanden, also habe ich mir so ein paar Clips bestellt. Seht ihr diese Packung, 20 Stück für 12 Euro, fand ich ziemlich gut. Hab mir das eben bei eBay bestellt, Link ist unten in der Beschreibung mit drinnen. Falls ihr da Bock drauf habt, könnt ihr das einfach nachbestellen, kriege ich kein Geld für, aber ihr tut euch leichter, das zu finden. Dachte ich mir eben gerade schon, das erste habe ich schon getauscht, den ersten Clip. Den sieht man hier unten, habe ich mir auch mega die Mühe gemacht, bis ich das System herausgefunden habe, dass man einfach dieses mittlere, weil hier ist mir gerade eben auch einer abgebrochen beim Reinmachen, das mittlere hier einfach wirklich bloß durchschlagen, dann fällt das nämlich rein in die Tür. Anders habe ich jetzt nicht herausgefunden, wie es sonst gehen sollte, und dann kann man die einfach rausziehen. So ist nämlich hier, also hier seht ihr es. Die neuen sind ja auch so. Ich hoffe, das schaltet scharf. Jetzt. Den drückt ihr nämlich rein, dadurch wird es gespreizt und dann ist das Ende. Also probieren wir es gleich mal. Deswegen habe ich mir hier tatsächlich von meinem Messgerät die Spitzen, werde ich mir jetzt schnappen und werde das mal reindrücken. Mal gucken, ob das so funktioniert. Vielleicht kann man das ja auch gleich mit einer Hand probieren. Ach ja, tatsächlich. So. Und damit müssen wir das gleich viel leichter rausbekommen. Also, tatsächlich relativ easy, dass ich hier unten drunter gekommen bin und mit dem Plastikwerkzeug einfach raushebeln und schon kann man hier einmal rundherum sauber machen. Das werde ich jetzt mit den anderen auch machen. Hier vorne ist das schon neu, ist schon hier drinnen, weil ich sehe auch hier, vielleicht könnt ihr es erkennen, ja, in der Spiegelung, hier ist eine Lackiernaht. Der ist also auf alle Fälle hier unten schon mal nachlackiert worden. So, und jetzt noch die einmal rausziehen, da haben wir alle vier gleich neu und dann hebt die Seitenleiste hier eben wieder richtig, finde ich nämlich gut. So, zum Reinmachen schnappen wir uns ein neues, haben natürlich hier drüber sauber gemacht, ja. Haben wir hier drüber sauber gemacht, stecken wir rein, es geht relativ einfach und dann wirklich diesen Ding nachdrücken, das geht relativ schwer, wenn ihr das von Hand nicht schafft, habe ich mir jetzt gar nicht. Ich habe mir jetzt hier das mit dazu genommen. Beim ersten ging es relativ einfach. Warum, weiß ich nicht. Bei den anderen drei, die ich jetzt gerade eben gemacht habe, habe ich wirklich viel Kraft gebraucht und habe es da wirklich reindrücken müssen. Da merkt man auch richtig, dass das Blech, ich weiß nicht, ob ihr es seht, relativ dünn ist und dementsprechend auch da man echt aufpassen muss, hatte ich das Gefühl, nicht, dass man die Tür eindrückt. So, hier vorne befestigen und dann hier einmal reindrücken. Kriegen wir einmal hin. Ich mache den Trick wirklich, dass ich es von unten reinschiebe und dann nach oben drüber drücke. Damit weiß ich ganz genau, dass es unten wie oben eingehakt ist. Und damit ist die neue alte Leiste wieder fest dran. Bewegt sich da kein Millimeter mehr. Und so können wir das bei allen Leisten machen, die ein bisschen wegstehen, so wie hier auch. Ja? Selbe Spektakel. Sind richtig gammelig. Und porös und fallen uns sonst irgendwann mal ab und das wollen wir ja nicht. Da, selbe Spiegel hier auch wieder. Schön sauber machen. Hier sieht man nämlich richtig viel Schmutz drunter. Und dementsprechend einmal alles wegmachen und dann neu wieder beklipsen. Um dann hier wirklich alles wieder schön akkurat haben zu können. So, diese ganzen Zierleisten sind soweit fest. Hier diese hier, sowie die hier unten und dasselbe auf der anderen Seite. Und zwar einmal diese hier und auch hier unten diese vier insgesamt bräuchte ich neu, weil die sind aufgerostet, die kriege ich nicht mehr hin. Ich habe es mit der Zange versucht zusammenzudrücken, aber leider ohne Erfolg. Dabei habe ich tatsächlich die andere hier ein bisschen beschädigt, deswegen hält die nun nicht mehr ganz so gut auf in der Seite, und zwar die hier. Die habe ich ein bisschen hier hinten beschädigt, weil es einfach aufgerostet ist.
Und damit bräuchte ich tatsächlich diese vier neue. Muss ich mal gucken, wo ich die finde. Die oberen habe ich schon mal irgendwo gesehen. Die unteren, diese Abdeckschutz oder wie auch immer man das hier nennen möchte. Die hier habe ich nirgendwo bisher gefunden. Also falls jemand da eine Info zu hat, schreibt es mal bitte unten in die Kommentare rein. Würde mich natürlich mega freuen, denn bisher habt ihr mir ja ziemlich geholfen. Es ist ja ein Projekt für mich, dass das wirklich ein Schönwetterauto werden soll. Und das einfach Schritt für Schritt, und da nehme ich euch mit. Und dementsprechend würde es mich freuen, wenn wir gemeinsam das Auto auf Vordermann bekommen. Also bis dahin, haut rein, genieß es und ein schönes Wochenende. Tschüss!